So, jetzt habe ich es. Jetzt habe ich es gespeichert. Zeit, um das Töten zu beenden. Nikolaze sendet über eine Antenne auf dem Dach. Das ist dein erstes Missionsziel. Alles weitere auf dem Offset. Oh oh, die kommen, die kommen. Da ist niemand. Chinesischer Wachmann. Oder ist er chinesisch? Nee, chinesisch sieht er mal nicht aus. Okay, er war chinesisch oder auch nicht, je nachdem. So, ist hier noch sein Kollege? Da ist sein Kollege. Ey! Der nervt! So, ist hier noch jemand? Da hinten ist noch jemand. Hallöchen! Guten Abend! Wie geht's denn so? Vielleicht ist sie am Töten, was? So, wie geht's denn jetzt rein? Oder wo geht's denn jetzt rein? Ich kann mich an dem Level erinnern, hier waren irgendwo an irgendeiner Stelle Landminen verteilt. Aber anscheinend sind hier noch gar keine. So, schauen wir mal mit unserem flexiblen Optik-Dingsbums da an, was hinter der Tür ist. Okay, Spinte und sonst nichts. Das heißt, wir können hier ganz sicher rein. Nein, nicht nochmal. Ich weiß jetzt, dass da nichts ist. Nein! Gott, die Steuerung. Ich komme mit der Steuerung überhaupt nicht klar. So, öffnen. Oh, was haben wir denn da? Ein Computer. Speicherstick aus Computer genommen. Schauen wir uns den einfach mal wieder an. Daten, Speicherstick. Von Pavel Avanzade an Guram Karanitschte. Oh mein Gott, was haben die für komische Namen? Blub, blub, blub. Gesendet 7.11.2004, 9.43 Uhr. Evakuierungspläne und so weiter. Meine Herren, man hat mich gebeten, Pläne für Nikolazes Evakuierung zu erstellen. Sollte die Notwendigkeit hierfür bestehen. Hier kommt natürlich nur für den schlimmsten Fall zum Tragen. Oberst Kram, blubblub. Sie sind selbstverständlich für alle Einzelheiten hinsichtlich der Koordination von Hubschraubern und Pilot verantwortlich. Der Pilot darf erst über sein Ziel informiert werden, wenn er sich in der Luft befindet. Sie und blub 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 werden dann die Reaktion auf die Bedrohung koordinieren, die die Evakuierung erforderlich gemacht hat. Oh mein Gott, es ist viel. Oberst blub blub blub, Sie unterstützen Grinko bei unserem dritten Alternativplan für die Exekution der Amerikaner und sind außerdem für die Aufrechterhaltung des Kontakts zu General blub 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 in der Botschaft verantwortlich. Um zu gewährleisten, dass er alle Belege seiner Tätigkeit vernichtet. Ich vertraue darauf, dass es nicht so weit kommt, aber wir müssen vorbereitet sein. Oberst Pavel Achwadze. Blub, blub, blub. So, was haben wir denn hier? Hier ist ein Bild. Oh mein Gott, sieht der hässlich aus. Okay, was hier? Name Vyacheslav Grinko, alias Korchei, blub, 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 blub. Oh mein Gott, so ein langer Name. Geboren 30.10.1959, nationalität Russe. Operationsgebiet Georgien, Russland, Osteuropa. Verbindungen als Ex-Spetsnaz. Berufssöldner. Aha, aha. Und hier relevante Dateien. 27.09.87. Ermordung von blub 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 im Tor blub 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 Afghanistan. 19.01.90. Scharfschütze bei Operation Udar Baku Aserbaidschan. 16.12.1991. Vermögen liquidiert und in USD getauscht. 1.02.2000. Erste Zahlung von Nikolaze auf das Konto von Albert Venwots alias G-Zahlungen laufen bis zum 11.01.2001. Dann nimmt G. neuen Decknamen an. 10.09. Oh mein Gott. 2000. Dennis Galsev alias G. erhält von Nikolaze 200 Anteile an der GFO Inc. 30.04.2004. Was? Armen Trovinov alias G. zahlt 150.000 US-Dollar auf ein Schweizer Konto ein. Amge ist ein ziemlich windiger Typ. Es ist schwierig, ihm Verbindungen nachzuweisen. Aber wir sind sicher, dass er seit mindestens 4 Jahren für Nikolaze arbeitet. Okay, genug über diesen Vyacheslav Grinko. Zurück zum Spiel. Jetzt hoffe ich nur, ich finde den richtigen Save. Ja,
F4 ist es, RR5 meine ich. So, was ist denn hier? Oberst, hier spricht Badri. Die Landminen sind verleckt. Stellen Sie sicher, dass niemand ohne polarisierten Thermalsensor den Hof betritt. Oh oh, Landminen. Mein Lieblings... Dingsbums. Mein Lieblingsspielzeug. Hallo? Der müsste doch jetzt hochgehen, oder? Hab dich! Ey, was? Da oben! Ein Scharfschütze. Das ist ja mal wieder super. Okay, laden. Natürlich kommt er direkt zu uns. So ist... Ach, sogar mit Alarm. Das ist ja ein Special-Effekt. Okay, ich gehe. Alle leckt mich doch, ihr russischen Bastarde. Oh, ich habe einen Ausdruck gegenüber Russen gesagt. Oh, lustig. Schön für dich. Ja, 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 schlag durch Alarm, ist mir egal. So, und jetzt? Wollt ihr mich töten oder was? Oder kriege ich jetzt Ärger von Lambert? Diesmal geht es darum, unauffällig zu sein. Pass auf den Alarm auf. Wo ist diese Scharfschütze? Hallo, Scharfschütze? Wo ist der? Hm. Schauen wir uns mal die Landminen an. Oh Gott. Da oben ist er. An dem werde ich mal Beine machen. So. Beine machen. Ich habe ihn umgehauen. Das habe ich hier gemacht. So, hier ist noch einer. Vorsichtig. Ein Schuss. Beim ersten Schuss musst du sitzen. Und natürlich. Ey, der hat fetten Aimbot, der cheatet doch. Das Level wird lange dauern. Schön für dich. Wer ist da? Greife den Feind an. Schön für dich. Ach, leck mich doch, du. Das Level hasse ich bis jetzt. Ich mag das Level nicht. Was war das? Bam. 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 Ah, Mann. Frustrierend. Ja, 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 schlag durch Alarm. Seid ihr jetzt cool oder was, ne? Mann, das Spiel ist vielleicht frustrierend. Wenn man erwischt wird zumindest. Diesmal geht es ja, ja, komm, ich mal jetzt selbst, mir egal. Pass auf den Alarm auf. So, was hat er denn da in seiner Tasche? Okay, später was zum Lesen für uns. Na, wo ist er denn? Hallöchen. Hab dich erwischt. Alter! Das geht doch gar nicht. Das ist doch physikalisch unmöglich, was ihr da macht. Gott, scheiß Cheater. Hab dich erwischt. Hab dich noch wieder erwischt. Hab dich getötet. So, scheiße, was ist das? Knicklicht, was soll das sein? Ach so, ah, damit kann man die irgendwie ablenken. Verstehe, verstehe, verstehe. Okay, aber das brauchen wir jetzt noch nicht. Können wir das abwählen? Ja, es geht. Super. Super, super. Jetzt müssen wir auf die Minen aufpassen. Das ist nämlich sehr wichtig, sonst geben wir hoch. Safe, genau, ist hier. Up. Gut. Ich glaube, so, wir können auch auf die Dinger schießen, aber ich möchte keine Munition verschwenden, deswegen springe ich jetzt mal ein wenig rum. Ach, jetzt bin ich hier runter von diesem Minenfeld, du Schwanzlutscher. Okay, er geht. Hä? Wie hat er mich denn jetzt erwischt? Boah, er nervt es, Mann. Das nervt. Hä? Da war doch nichts. Natürlich. Natürlich. Vorhin hat er mich doch nicht erwischt, oder? Ey, oh. Schnell in Deckung. Na, was machst du jetzt? Rufst jetzt deine Kollegen an, oder was, hä? Ich bin gespannt, was er jetzt macht. Was macht denn jetzt? Was macht er jetzt? Ich will sehen, was der macht.
Hä? Er sucht sich einen anderen Winkel, natürlich. Oh Mann, das Level wird lange dauern. So. Alter, jetzt wartet der. Ich hab Zeit. Hey. Es ist echt scheiße, dass man nicht seinen Atem anhalten kann. Natürlich. Mann, das regt mir jetzt gerade auf, Leute. Ziemlich frustrierendes Level. Nein, ich wollte doch gar nicht laden. So, hier bin ich wieder. Mir ist aus irgendeinem Grund das Spiel irgendwie abgeschmurzt oder keine Ahnung, die Aufnahme ist abgebrochen und das Spiel ist dann abgestürzt. Also ich habe das Gefühl, das wird eins der nervigsten Parts in diesem Let's Play. Also ich werde euch schon mal vorwarnen, dass es ziemlich frustrierend später für mich sein wird. Und dass ich später Freakouts bekommen werde. So, vorhin ist es hier irgendwie hochgegangen. Alter, was soll denn das? Natürlich. Alter, wenn ich den ausschalte, dann ist es am besten. Dann denke ich diesem Pisser los. Ja, der Pisser mit seiner langen Knarre, genau, der meint, er könnte ein paar Leute abknallen mit seiner langen Knarre, ja. Alter, ich hab den doch jetzt voll erwischt. Ey, der hat fetten Aimbot. Der cheatet doch. Okay, ich gegen Cheater. Was macht man denn gegen Cheater? So, ich tue ihn jetzt ein bisschen erneuern, vielleicht funktioniert es ja. Alter! Man kann ja auch überhaupt nicht zielen. Okay, nochmal. Alter, wie soll ich da zielen? Ey, das ist nur nervig. Das ist einfach nur nervig. Warum hat Ubisoft sowas gemacht? Ja, du nervst mich jetzt nicht. Tschüss. Ja, genau, schmeiß ruhig deine Granaten. Genau. So ist es recht, bring dich nur selber um. Ubisoft hat es gemacht, weil es so viel Spaß macht, durch ein Minenfeld herumzulaufen und ständig gekillt zu werden. Das ist Ubisoft, genau. Danke Ubisoft für dieses schöne Level. Und auch danke Ubisoft, dass ich dauernd erwischt werde. Das ist das beste Level der Welt. Wenn du schießt, trotz dich aus. Ey, ich treffe den doch gar nicht. Es versteckte sich hinterm Scheinwerfer. Was für eine Pussy. Na komm raus. Komm her. Wo ist er? Da ist er. Habe ich ihn erwischt? Ha, ich habe ihn. Wie steht dir recht, mein Freund? Das war ein Ubisoft-Entwickler. Jetzt, das hat er nun davon. So. Oh Mann, jetzt habe ich einfach mal so die Hälfte meiner Schüsse verschwendet für diese Stelle, aber ist okay. Denn es ist diese schöne Stelle. Die beste Stelle im ganzen Spiel oder in der ganzen Videospielgeschichte. Kann ich da überspringen? Lalalalalala. Kann auch irgendwie die Minen mitnehmen, habe ich glaube ich irgendwo mal gesehen, aber kann auch sein, dass ich mir völlig einbilde, dass es überhaupt nicht stimmt. Und da ist ja noch einer! Genau, da ist noch einer! Ist ja mal wieder super von euch. Danke Ubisoft! Wo ist er? Da ist er! Ah, ja, mal wieder ganz einfallsreich. Super gelöst, Ubisoft! Perfekt! Perfekt, ich liebe euch! Perfekt. So. Okay, dann mache ich es jetzt einfach ganz einfach so. Hä? Ich gehe nicht hoch? Na gut, dann gehe ich eben nicht hoch. Wo ist dieser Penis? Da ist der Penis. Er schießt mit seiner langen Knarre. Tja. Ja, jetzt hat sich's ausgeschossen, mein Freund. Lalalala. So, jetzt wieder ein Safe.
glaube, ich sollte hier öfters so normal safen, weil dieses Level sehr nervig ist und man sich da leicht versafestaten kann. So, wo geht's denn jetzt lang? Hier geht's lang. Ist hier irgendwo noch eine Mine? Nö, scheint nicht zu sein. Okay, laufen wir einfach weiter. Lalalala. Ist hier noch jemand? Irgendein Ubisoft-Entwickler oder so? Ubisoft, hallo! Ich liebe euer Spiel! Hm. Ach komm, jetzt fällt doch nicht runter, Sam. Ach, da ist Medikit. Ach, wie schön. Ich liebe euch, Ubisoft. Ne, ich hasse euch, Ubisoft. Warum habt ihr da Medikit hin? Das ist doch viel zu leicht. Das ist viel zu leicht, Leute. Ubisoft. Ihr müsst das Spiel noch schwieriger machen. Das ist ja Kindergarten, was hier da abläuft. So, wo geht's denn hier jetzt lang? Ubisoft, ich verlange eine Erklärung, wo es lang geht. Hm. Vielleicht mit einem Spagat irgendwie? Das könnte gehen. Ah. Das habe ich auch glatt vergessen. Okay. Da, und damit haben wir die nervigste Stelle schon mal weg hinter uns. Das, da gönne ich mir einen Safe State. Oder beziehungsweise, ja, einen normalen Safe. Acht. Das ist das... und mein Hund fängt an... Oder der Hund draußen fängt an zu bellen. Nicht mein Hund, sondern der von meiner Oma. Fängt an zu bellen. Das nervt. Ständig, wenn ich aufnehme, bellt er. Soll ihre Augen sehen können, wenn sie sterben. Wo ist der Tontechniker? Auf dem Dach ist irgendwas. Sollen wir nachsehen? Nein, ist vermutlich. Ich werde ihn abknallen. Oh, das geht nicht. Okay. Ein Eindringling. Hä? Ah, du schickst auf mich. Okay. Gut, dass ich hier einen Safe gemacht habe. Auf dem Dach ist irgendwas. Auf dem Dach ist irgendwas. Nein, ja, mein russischer Freund, da ist etwas. Ich will die Exekutionen nicht verpassen. Das ist keine Ratte. Los! Hallöchen! Feindliche Einheit! Greife den Feind an! Boah, gleich so viele. Ist klar, danke Ubisoft. Na los, wo ist der andere Entwickler? Hier. Okay. Ist hier noch jemand? Oder kommt jetzt hier gleich ein Alarm? Natürlich kommt hier gleich ein Alarm, darauf gehe ich jede Wette ein. Und wir haben noch voll viele Schüsse, das ist ja wieder auch super. So, hier, öffne den Scheiß. Na, jetzt aber... Ich hasse dieses Dietrich-Schloss-Dingsbums-Machen. So, zum Glück gibt es das nicht mehr in Pandora... Nee, Pandora Tomorrow gibt es immer noch. Ich meine, in Conviction gibt es das, glaube ich, nicht mehr. Boah, bin ja auch froh drum, weil das nervt sowas von extrem... Ach, jetzt öffne doch dieses Schloss klemmt. Ach so, na toll. Eigentlich müsste man mit dem Dietrich jedes Schloss öffnen. Können auch Schlösser, die klemmen. Oder? Keine Ahnung, ich bin kein Agent. Ich spiele einfach nur einen. Hä? Ah, natürlich. Der Raufbefehl, Mine. Der hat Raufbefehl persönlich platziert, um mich zu nerven. Der hat sich mit Ubisoft gegen mich verschworen. Na, wo ist das Ding? Wo ist dieses Ding? Raufbefehl? Wo ist die Raufbefehl-Mine? Da ist die Raufbomben-Mine. Puh! Okay. So, hier wieder was aus dem Speierstick. So, weitere explosiven Sachen. Haftmine, Splittergranate und Haftmine. So, schauen wir uns mal die Sticks an. Die haben wir noch einen von vorhin. Von Vyacheslav Grinko. Oh, oh, vom Obersting. An blub 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 blub. Ava blub blub blub. Gesendet 8.11.2004, 17.32 Uhr. Betreff. Keine Türkons mehr per E-Mail. Lasche Sicherheitsauffassung, die Sie, die Mainer und Ihrem Kommando und andere, wie Sie an dem Tag gelegt haben, hat eine... Ach, jetzt fängt es zum Lecken an. Ja, perfekt, wenn wir lesen, fängt es zum Lecken an. Ist ja mal wieder schön. Ein Glück, dass es nicht beim Spielen passiert ist. Passiert es ausgerechnet beim Lesen. Aber gut. Beim Verlust unseres Anlagen auf der Kohlehalbinsel gespiegelt. Wir haben drastische und verwickelte
Verschlüsselungsmethoden eingesetzt, um unsere Kommunikation vor dem Feind geheim zu halten. Aber ihre Faulheit und Disziplinlosigkeit hat diese Anstrengungen untergraben. Keine weiteren Übermittlungen von Türcodes per E-Mail. Unverschlüsselte... Oh mein Gott, wie groß? Okay, nicht mehr so groß. Unverschlüsselte Flashware-Mails, die dem Feind in die Hände gefallen sind, haben in allen Bereichen unsere Armee zu einer Katastrophe geführt. Wir werden dieses nicht länger tolerieren. Jeder, der Flash-RAM-Kopien von Türcodes-Mails versendet, beantwortet oder bei sich trägt, kriegt es mit mir zu tun und mit einer Kneifzange. Sagen Sie das Ihren Leuten. VW. Okay. Gut, es leckt, das passt ja ganz schön. Ich glaube, ich werde jetzt immer, wenn es leckt, ein bisschen durchlesen. Vielleicht verschwindet dadurch der Leck. Okay, die nächste Mail ist von Levan Vonogradova an Kaki Ganzemid, gesendet 8.11.2004, 19.58 Uhr. Betreff, unsere schwierigen Freunde. Kaki, ich stimme dir zu und denke, die meisten Georgi auch. Ich würde übrigens weder Feierung noch irgendeinem seiner Männer trauen. Aber denk an den Wert, den sie für unsere Sache haben. Denk an das Gewicht, das das chinesische Reich unseren Bemühungen verleiht. Meinst du, die Amerikaner würden sie auf einen bewaffneten Konflikt mit dem drittgrößten Land der Welt einlassen? Ein Atomkrieg? Wir sind nahe dran. Kaki Nikolaze und seine Arche konnten die Entscheidungen bringen, nicht die Hoffnungen verlieren. Levan. Und der Leck hat aufgehört. Ach, wie schön. Was für ein schönes... Nein, ich möchte nicht zum Hauptmenü. Sonst raste ich aus, wenn ich das jetzt mache. So. Okay, weiter geht's. Lesestündchen ist vorbei. Jetzt wird's wieder ernst. Ja, da oben ist ein Lüftungsschacht. Vielleicht können wir da durch reinklettern. Na, jetzt aber schwing dich hoch. Oder? Da ist kein Lüftungsschacht. Ich bin so dämlich. Da geht's ja nach oben, natürlich. Okay. Da ist kein Lüftungsschacht, wie ich vermutet habe, sondern gar nichts. Das ist immer wieder super gelöst. Aber hier muss es doch irgendwo weitergehen, oder? Oder geht's hier überhaupt nicht weiter? Hier vielleicht? Ne, da kommen wir ja. Okay. Hier klemmt das Schloss immer noch seit 1000 Jahren. Ah, hier geht's weiter. Okay. Safe und runter. Guten Tag, meine Ubisoft-Entwickler. Ach, Tasche hast du dabei. Von wem denn? Von dem Chef von Ubisoft? Dass ihr dem Kevin schön nerven sollt mit euren Sniper-Gewehren? So, jetzt mache ich euch nach. Ja, wo ist denn der Kevin? Da ist er. Okay. Ich würde sagen, lesen wir den nächsten Stick. Von blub 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 blub. Ich stimme dir zu und denke, das hatten wir doch schon. Moment. Hier? Ne, das hat man. Oder hat er gar keinen Stick gehabt, sondern irgendeine Waffe? Egal, nicht so wichtig. Wo geht's denn jetzt weiter? Guten Tag. Hier geht's auch nicht lang. Ich habe keinen Plan, wo es gerade weitergeht. Obwohl ich das Spiel schon mal durch habe. Vor ungefähr 3-4 Jahren. Hier geht's nicht weiter. Wo geht's denn jetzt weiter? Ich habe keine Ahnung. Moment. Sag bloß, wir müssen da gar nicht lang, sondern wir müssen jetzt wieder zurücklaufen durch den Hof. Nee. Wenn es so ist, dann raste ich aus. Nee, so ist es nicht. So, asozial ist Ubisoft nicht. Hoffe ich doch. Wo ist denn jetzt weiter? Wo geht's jetzt weiter? Was Schalter benutzen? Nein! Sam! Lass das! Lass den Scheiß! So! Was zur Hölle ist passiert? Die Senderantenne ist ausgefallen. Wir haben kein Signal nach draußen. Wir werden angegriffen. Die Amerikanski sind hier. Sie haben die Senderantenne ausgeschaltet. Schafft Nikolaze hier raus! Ich will seinen Helikopter zügigst in der Luft sehen. Ich will, dass Techniker und eine Eskorte auf das Dach gehen, um die Antenne zu reparieren. Und ich will diese Amerikaner tot sehen. Jawohl. Na gut. Klingt, da
als hättest du ordentlich aufgeräumt. Das verschafft uns aber nur ein paar Minuten. Los! Suche die Soldatenfischer. Safe. Wer ist da? Niemand. Ach du, ich hab doch gerade gesehen, oder? Schieß doch nicht so wie ein Bekloppter. Du rufst doch deine Kollegen. Mann verloren, er ist dort. Scheiße, ich hab vergessen, die Leinen zu verstecken. Egal, nicht so wichtig. Nikolazi ist an Bord. Ich habe eine Leiche gefunden. Schön für dich. Gleich wirst du dich als Leiche finden. Ah! Wenn er nach vorne geht, überrasche ich ihn von hinten. Von oben. Von hinten. So. Los, geh nach vorne. Schade, dass man nicht pfeifen kann. Sonst hätte ich den jetzt gerne hergelockt. Okay, lass mich mal fallen. Nein, tue ich nicht. Vielleicht kann ich den irgendwie ablenken. Und zwar mit dem Knicklicht. Genau. Ah, sehr seltsam. Ah, das war doch ein glatter Headshot. Das hätte nicht mal Chuck Norris überlebt. Ja. Schießt hier nur rum wie so die Bekloppten. Na los, komm rein. Du willst doch sicher schauen, wie es deinen Kollegen geht, oder? Komm rein. Komm rein. Na los. Er will nicht. Er hat wohl Lampenfieber. Feind wird angegriffen. Ah, okay, er hat kein Lampenfieber. Puh, also ja, ich glaube, mit dem Leben, den wir noch haben, können wir noch voll viel anfangen. So. Muss ein Medikit sein. Jetzt müssen wir... Oh Gott, mit so viel Leben kann ich nicht arbeiten. Oder? Kann ich? Nee, kann ich nicht. Egal, komm. Spiel einfach mal weiter. Ist ja egal. Hier ist nichts. Hier ist auch nichts. Greco, hier spricht Nicolas. Töte die amerikanischen Soldaten. Bring sie zum Studio und töte sie. Wir entfetten das Material so schnell wie möglich. Wer ist da? Ey, das hätte doch niemand. Na komm, egal. Immerhin haben wir jetzt viele Leben. So, ah, das, na, da war ein Medikit. Welch wichtigste Schlange. Okay, ich probiere mal mit dem Ablenkungssystem. Hä, wo ist das? Wo ist der Gerät hin? Hä? Ja. Okay, das Ganze nochmal. Hä? Achso, hier. So, und jetzt, lass dich fallen. Und, lass los. Ah, sehr schön. Nein, da war jemand. Warum? Da war doch keiner. Hat wohl sich die Hände gewaschen oder war beim Scheißen. Deswegen haben wir ihn nicht gesehen. Niemand, hier ist niemand. Hier ist deine Mutter. Geh sofort aus der Toilette raus. Du machst deine Hände sonst schmutzig. Wenn ich den schieße, wird sein Kollege es mitbekommen, ne? Hm. Ich mag das Spiel nicht. Na, was machst du jetzt? Lalalala, ich probiere mal an das Medikit zu kommen. Oh Gott. Oh Gott. Na los, geh nach vorne. Schnapp dir das Medikit. Die Kids. Oh oh. Jetzt geht's doch raus. Da ist niemand. So, ich glaube, es ist Kills. So, schnapp dir das Medikit, Sam. So, und jetzt. Medikit? Natürlich kommt er auch her. Danke, Ubisoft. Ah, das hat ihn gar nicht alarmiert. Na gut. So. Wo ist der andere Tipsy? Da ist der Tipsy. Ich habe hier einen Toten. Ja, ich sehe es. Sehr töricht. Wenn du eine Leiche siehst, die du vor 2 Sekunden noch als lebende Menschen gesehen hast, musst du aufpassen, da könnte immer noch der Mörder in der Nähe sein. Ja, danke.
Es ist jetzt bei wird langsam richtig, richtig ja, schlecht, habe ich das Gefühl. Och Mensch, ich mag das Level bis jetzt überhaupt nicht. Ja, ja, ja. Das ist eines der nervigsten Level, die ich mir vorgestellt habe. Also das hatte ich doch gar nicht so nervig in Erinnerung, das Level. Ich hatte sogar ziemlich als spaßiges Level in Erinnerung. Hm, wahrscheinlich habe ich es verdrängt. Ich habe da noch zwei dabei? Okay. Okay, was haben wir denn da alles für Sachen? Wird mal Zeit, dass wir unsere Sachen ein bisschen auspacken. So, ich glaube, ich nehme eine Splittergranate. Genau, eine Splittergranate ist hier. Das ist sie angesagt. So, hier. Perfekt, zwei mit einer Granate. So, wo bleibt sein Kollege? Oder habe ich den auch erwischt? Das wäre zu schön, um wahr zu sein. Das? Natürlich kommt er her. Ey, es ist immer dasselbe. Frustrierend. Eine Leiche. Es ist einer von unseren Jungs. Oh, ich weiß. Ich habe hier einen Toten. Ja, ja, gleich hast du hier noch einen Toten und zwar bist du's. Lustig. So. Hier ein neues Speicherstick. Safe. Hier eigentlich lang? Nix, oder? Ne, die können wir nicht öffnen, oder? Ne, die ist blockiert. Okay. Dann geht's hier lang. Da sind, waren wir vorhin schon. Hier spricht Nikolas. Safe. Töte die Amerikaner. Ich mache wieder einen normalen Safe. 8. Zack. Zack. So. Die Soldaten. Bring sie zum Studio und töte sie. Wir finden das Material so schnell wie möglich. Sag Verheerung, dass wir Fortschritte machen. Ich hole die Arche. Hier, Scherenko. Ich will, dass die amerikanischen Soldaten für die Exekutionen vorbereitet und ins Studio gebracht werden. Hab dich! Ja, Sir! Cool, den kann man verhöhnen. Verdammt, was? Wo haltet ihr die amerikanischen Soldaten gefangen? Grinto wird mich erschießen! Ich bin da etwas kreativer. Wo sind sie? Au! Wo? Im Kellergeschoss! Das war Grinto. Er will, dass wir die Soldaten ins Studio eskortieren. Ach, wo steckt Grinko? Er bringt sie um! Euch alle! Wo finde ich ihn? Er wird sie finden! Töten Sie mich! Hast du das gehört, Fischer? Die Exekutionen gehen weiter. Hab's gehört. Irgendwelche Ablenkungsmanöver? Versuch's mal mit deiner Knarre. Stell sicher, dass die Eskorte nicht unsere Jungs erreicht. Hm, okay, weiter können wir ihn nicht verhöhen. Na dann. Schlaf gut. So, wo... Hä, vorhin habe ich doch ein paar Leute gehört. Ich dachte, es kommt von hier von draußen. Na gut, da ist anscheinend keiner. Oder müssen wir zurück? Hier geht's weiter. Oder? Nee. Geht's hier weiter? Nee, da kommen wir her. Ja, da kommen wir her. Scheiße. Da geht's weiter. Scheiße. Nein, auch nicht. Boah, langsam gehen mir die Ideen aus. Vielleicht geht's doch hier weiter durch den Lüftungsschacht oder so. Nee. Oder? Nee, kann ich mir kaum vorstellen. Hm, langsam gehen mir echt die Ideen aus. So ein Scheiß. Naja. Gehen wir mal hier zurück, vielleicht ist hier jetzt irgendwas frei. Hier ist immer noch keiner. Aha. Vorhin war ja dann ein Kollege, vielleicht geht's hier weiter. Vielleicht kam der ja von irgendwo. Nee, hier ist nix. Waschen wir schnell die Hände. Blablabla. Ich muss mal schnell pissen. Moment. So. So, ja, so scheiße ich immer auch, muss ich sagen. Immer mit dem Beinen auf dem auf der Kloschüssel. Genau, so scheißen die Profis. Okay. Wo geht's hier weiter? Ich habe keine Ahnung. Das geht mir langsam auf die Eier. Wer hat hier den Müll dahingestellt? Scheiß Messi. Da geht's weiter. Okay.
Na los, lauf schneller, nicht so zeitlupenmäßig. Mensch. Hab ich Moni? Ah, ein Schuss, toll. Oh Gott. Ich glaube, hier muss ich mit dem Spagat hoch, kann das sein? Moment. Ach, hier ist ein Rohr. Wie praktisch. Wenn in jedem Lüftungsschacht, wenn es nach oben geht, ein Rohr wäre, könnte man überall einbrechen. So. Ah, oh, ich dachte schon, der fliegt hier runter. So, und jetzt? Was ist mit der Übertragung? Oh Gott. Das ist nicht unsere Sache. Gehört. Gehen wir. Erstmal muss ich die Lage checken. Aha. Aha, da ist ja noch einer. Hm, und wir haben wir eine Granate? Nö, doch, nö. Kraftmine, Kraftkamera, Ablenkungssystem, Taser. Ich würde jetzt gerne eine Granate hinsetzen, aber wir haben nur eine Rauchgranate. Ausgeschaltete Einheit. Ey, hä? Der schießt durch die Wand? Okay. Aimbot? Ne, Wallhacker. Das Spiel besteht nur aus Hackern und Cheatern. Ja. Was war denn das? Nix, das war nix. Das war nur Einbildung. So, hier eine Rauchgranate. Ich probiere es jetzt mal mit der Rauchgranate. Vielleicht klappt's ja. Na, jetzt aber... Oder vielleicht kann ich durch die Wände irgendwie schießen. So. Ah, es geht. Es geht. Cool, es geht. Wie hätte es gedacht? So, wo ist der andere? Wo ist der andere? Da ist er. Okay. Perfekt. Das habe ich beim ersten Durchspiel gar nicht bemerkt. Na gut. Hä? Oh mein Gott. Da kommt Gas rein. Oje, oje, oje. Oje, es breitet sich aus. Es breitet sich aus. Erinnert mich an Cryostasis. Tasche, alles mitnehmen, was wir finden können. Hier, der hat auch eine Tasche. Lautet Speiersticks, da haben wir mal viel zum Lesen, wenn es mal laggen sollte. So, hier, Tür öffnen. Nein, schneller, komm, der Dampf kommt, oder der Nebel, whatever. Das Gas. Hier vielleicht der andere? Nee. Sam, du wirst jetzt die Tür öffnen, Schloss klimmt. Toll. So, und jetzt? Ich gehe da mal einfach durch. Ach, das ist kein Dampf, das ist nur Nebel, okay. Da kommt jemand. Nein, kommt niemand. Ein Eindringling. Boah, ja genau, sieht mich im Nebel. Im dichtesten Nebel sieht er mich, genau. Wer ist da? Kommen Sie heraus. Erinnert mich auch an Cryostasis. In dem Level, wo die Kühe geschlachtet wurden. Ach, ich sehe da gar nichts, Moment. Wer ist da? Ah, ein Traum, jetzt sehe ich was. Wir haben sie umzingelt. Ich hab dich jetzt erschossen. Das ist das, Oh! Er hat sich selber in die Luft gejagt. Oh, und seinen Kollegen auch. Na gut, you took my job. Na, ja, aber gut, ich bin froh, dass ihr meinen Job klaut. So, hast du irgendwas bei dir? Nein. Schade, schade, schade. Hier muss man sehr viel mit Wärmesicht umgehen, fällt mir jetzt so auf in diesem Level. Oh Gott, eine Kanone. Schnell abschalten, sonst wird noch jemand verletzt. Das wollen wir ja nicht. So, und jetzt so. Hat was gehört? Nein, du hast nichts gehört. Boah, fuck. Feindliche Einheit. Was soll ich sagen, was ich jetzt mache? Ich werde dich erschießen. So, wenn der kommt, knallt die Kanone ihn ab. Worauf schießt er denn? Wer ist da? Kommen Sie heraus. Ich komme eben nicht heraus, weil du auf mich schießt. Warum sollst du herauskommen, wenn du auf mich schießt? Wenn ich weiß, dass ich wenn du auf mich schießt. Das ist unnötig. Na naja, gut. Sam ist ganz rot im Gesicht. Ach komm, ich schalte den Scheiß nochmal aus. So. Safe und jetzt mach ich's mit der Hand. Wir haben sie am Finger. Ja, ja. Mach mir ruhig Angst. Ach, da sind zwei, Richter, natürlich. Ach, drei? Ach, wie schön. Ein Eindringling. Ja, natürlich. Schieß ruhig durch die Wand. Er schießt durch die Wand. Dann kann ich doch auch durch die Wand schießen, oder? Nee.
Wer ist da? Kommen Sie! Dich! Hab dich und... Hab dich! Ihr macht es mir zu leicht, Leute. So, jetzt macht das Level langsam wieder Spaß. Nein, nicht den Körper nehmen. Lalalala. Oh, noch eine Kanone. Oh, fuck! Na, danke. Gut, dass ich hier gesaved habe. Komm, oder? Nee, komm, ich nehme die Sticks mit zum später lesen. Ein bisschen Lesematerial für ein Leck. Ach nee, das sind Granaten. Kein Lesematerial, okay. Hier ist wieder Lesematerial und hier ist nichts. Gut. So, wo ist die Kanone? Da ist die Kanone. Erstmal den Typ da ausschalten. Okay. Jetzt ist die Frage, wie schalte ich die Kanone aus? Hm. Komm ich da hoch irgendwie? Geht's da hoch? Na los, kletter da hoch. Ja. So, safe nochmal. Und jetzt? Das hat ja voll was gebracht. Nämlich gar nichts. Okay. Hier, yeah. Nochmal Medikit. Okay. Ich sammle Medikits ein und merke das gar nicht. Wahrscheinlich haben die die Bösewichte ständig die Medikits. Lalala, noch ein Medikit. So, ach komm, dieser Nebel nervt. Jetzt muss ich alles mit dem Wärmedingsbums machen. So, was ist hier? Objekt. Und was ist da oben? Boah, der Nebel nervt vielleicht. Alter. Hier ist wieder was. Diese verfluchte Kanone, ich verfluche dich. Okay, Medikit nochmal. So. Ich verschwende hier zwar meine Medikits wie ein Verrückter, aber naja. Oh Gott. Hier. Ich habe euch fast mit der Dose gekillt. Scheiße, ich habe noch 3 Schüsse. Stillhalten. Ach, fuck, nachladen. Stillhalten. Halt still. Ein Schuss noch. Natürlich. Ich sagte stillhalten. Was macht der? Der zappelt rum wie ein Bekloppter. Okay, hier langsamer. Ich weiß jetzt, dass hier Feinde sind. So, und es fängt zum Lenken an. Wollen wir was lesen? Ich glaube, noch nicht. Erstmal schalte ich die Leute noch ab. Aus. Okay. Ein Versuch noch. Hab dich. So, und jetzt da. Arrivederci. Gut, das war Nummer 1. Das macht keinen Sinn. Natürlich macht das einen Sinn. Das macht alles einen Sinn. Aimbot. Na los, wo ist der andere? Da ist der andere. Natürlich. Zum wievielten Mal bin ich in diesem Display eigentlich schon gestorben? Würde mich mal interessieren. Ihr könnt es ja nachzählen, wenn ihr Lust drauf habt. vielleicht klappt's ja. Einer von unseren Leuten wurde angegriffen. Nicht. So, und jetzt? Was machst du jetzt? Rufst du deine Kollegen an, oder was? Mit Handy und so? Oh Gott, ich weiß nicht, jetzt mein Kommentierstil wird immer schlechter. Ich glaube, den kann ich mir auch krallen. Moment. Nein, kann ich nicht. Naja, gut, dass ich dauernd Medikits bei mir habe. Umsonst würde ich dieses Level nicht überstehen. Hä? Da geht's runter? Da geht's runter! Ach, wie schön. So, und jetzt nochmal ein Safe. Einen richtigen Safe auch noch. So, 8. Zack. Und zack. So. Ach Gott, dieser Nebel, der ist vielleicht sehr nervig. Ah, hier geht's weiter. So, hier ist weniger Nebel. Aber eigentlich müssen die Feinde doch auch nichts sehen wegen dem Nebel, oder? Und ich sehe ja viel besser als die Feinde, weil ich ja ein Wärmebild trage. Und die Gegner halt nicht. Aber trotzdem schießen sie immer noch besser als ich. Als
Logik ist hier nicht mehr Spiel. Feind wird angegriffen. Alter. Wir haben sie umzingelt. Hier wird man leichter entdeckt als, keine Ahnung. Wer sind sie? Ich bin Sam Fischer. Wer bist du? Ich bin tot. Achso, du bist tot, okay. Ey, das ist... Das hätte doch kein Schwein sehen können, oder? Gott, da braucht man ein Auge eines, eines berühmten, keine Ahnung. Oh Gott, ich weiß nicht, wie ich es kommentieren soll. Jetzt geht das Spiel los. Vielleicht hier runter? Vielleicht muss ich da runter? Ne, hier geht es nicht weiter. Jetzt hier vielleicht? Da geht's weiter. Da ist so ein Hebeldingsbums. So ein Mechanismus. Sag bloß, der Sam kommt nicht mehr da hoch. Ah doch, ich hätte jetzt ich wäre jetzt ausgerastet, wenn es nicht gegangen wäre. So, hier Schalter. Zack. Safe. Oh Gott, das Level wird noch lange dauern, Leute. Sehr lange. Uiuiui. Okay. Ich habe noch 4 Schüsse. Und ich muss mir jetzt noch durch die feindlichen hier einen Eindringling. Sieht gefährlich Idioten aus. Umschlagen. Oh Mann, ich habe keine Lust mehr. Ich will nicht mehr. So, wo ist denn deine Kollegen? Die kommen jetzt wahrscheinlich, ne? Dass die immer zu zweit rumlaufen? Wieso ich schwuchtel? So. Nervig, 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 nervig. Da steckt jemand in Schwierigkeiten. Ja, ich stecke in Schwierigkeiten. Hilfe, eure Kanone schießt auf mich. Boah, komm, mit dem Leben kann ich nicht arbeiten. Alles nur mit von vorn. Oh. Scheint eine Kommandoeinheit zu sein. Ich habe keine Lust mehr. Ich habe überhaupt keine Lust mehr. Ich gebe es zu, ich habe keine Lust mehr. Gar keine. Ich will dieses Level fertig haben. Na los jetzt. Da drüben ist irgendwas. Hilfe, ich bin angegriffen. Ein Schuss nachladen, ja, ist klar. Und keine Schüsse mehr. Na komm, schieß mich. Danke. Okay. Wenn ich jetzt sterbe, mache ich eine Aufnahmepause. Damit ich im nächsten Part oder beziehungsweise... Ich werde angegriffen. Ja, es ist das Beste, dass ich eine Aufnahmepause mache. Okay, ich mache eine Aufnahmepause. Dann sehen wir uns gleich wieder an dieser Stelle. Und machen das Level fertig. Also Leute, bis zum... Ja, bis zum nächsten Part eher nicht. Bis gleich. So, ich bin wieder hier bei Splinter Cell. Und warum sind wir hier, fragt ihr euch wahrscheinlich. Der Grund ist, ich habe schon mal eine Aufnahme gemacht. Und zwar... Weil ich dann ziemlich scheiße am Schluss, da habe ich gecheatet am Schluss, weil ich nicht weitergekommen bin und ja, das war ziemlich ungeil, deswegen mache ich den Scheiß jetzt nochmal. Und ihr seht, wir werden ein bisschen unter Beschuss genommen. Und wie ihr seht, wir haben noch wenig Schüsse, das heißt, wir haben insgesamt noch 3 Schüsse. Und wir müssen später noch einige Feinde ausschalten, also es wird noch sehr schwierig werden, die letzten Meter. Und ich habe auch ein neues Problem, und zwar ist mir in der letzten Aufnahme auch das Spiel häufig abgestürzt. Hoffentlich passiert es in dieser Aufnahme jetzt nicht. Und wenn doch, ja, dann muss ich mir was einfallen lassen. Na, wo ist denn der Kerl? Wo ist er? Hallöchen. Schade, dass man nicht pfeifen kann. Ich vermisse es. Auf Pandora Tomorrow. Die Fackel. Wo ist denn der Typ? Hallo, wo bist du? Deine Mutter stillhängt. Oh, jetzt kommt er her, oder? Ah, fuck! Er kommt tatsächlich her! Okay, vielleicht nie die Mütter von den Feinden von Splinter Cell, sonst endet ihr wie Sam jetzt gerade. Ach, komm schon. Gott, ich will jetzt eigentlich nur noch eine halbe Stunde aufnehmen und dann möchte ich diesen Part auch schon abschließen. Weil ich muss jetzt gleich pennen gehen. Morgen habe ich Schule. Ganztagsschule. Wo ist denn der Lappen? Ey, wo ist der Lappen? Das rede ich schon mit Julians Block. Ey, du Lappen, komm her.
Ey, du solltest dich einfach umbringen. Damit würdest du der Welt einen schönen Gefallen tun. Wo ist der Lappen? Komm her, Lappen. Da kommt er. Eine Leiche. Es ist einer von unseren Jungs. Natürlich. Und was machst du jetzt? Gehst zu ihr hin und was machst du jetzt? Naja, eigentlich muss ich den ja nicht killen, oder? Aber es wäre das Beste und das Sicherste vor allem. Tja, du hast mich entdeckt. Das war Notwehr. Völlig eine typische Notwehr. So. Okay, nehmen wir uns mal die Fackel mit. Keine Ahnung, was sie bringt. Damit können wir wahrscheinlich die Gegner irgendwie ablenken. So, jetzt schaue ich mal nach, ob hier Munition ist. Wir brauchen ganz, ganz dringend Munition, weil sonst schaffen wir das Level nicht. Weil am Schluss müssen wir ein paar Geiseln verteidigen. Und wenn sie sterben, verlieren wir. Und ohne Munition ist es schwierig. Ich meine, man kann der Waffensektgegner nicht einfach mit der Hand ausschalten, ne? Ja, doch kann man in diesem Spiel eigentlich schon, aber es ist schwierig, so es zu machen, wenn man zusätzlich noch ein paar Geiseln verteidigen muss. Hier ist... Habe hier einen Eindringling. Sieht gefährlich. Kanone! Schieß! Was ist denn das? Da ist Moni. Kommen Sie heraus. Ist das Moni? Moni! Ah! Genau das habe ich gebraucht. Gott hat mir diese Munition geschenkt. Gott hat mich getötet. So, wo ist es, dieser Typ? Sie. Er hat mich. Oder? Hat er mich? Oh, mein Leben. Hallo, Kanone. Warum schießt er nicht auf den Typen? So, Munition schnappen. Und wieder runter auf die Knie. So. Scheint eine Kommandoeinheit zu sein. Okay, ich muss hier ein bisschen vorsichtig sein. Aber wenn wir diesen Tipps hier ausgeschaltet haben, haben wir auch schon... Identifizieren Sie sich. Warum sollte ich das tun, wenn du mich dann umbringst? Ja, wenn wir die Muni haben, dann ist der Rest ganz leicht. Oh Gott. Ich probier's mal mit dieser Waffe hier. Ja, sehr schön. Aber ich glaube, da ist noch einer, oder? Kann es sein? Ja, wir müssen ja auch immer noch an dieser scheiß Kanone vorbei. Und dürfen nicht erwischt werden. Ja. Vielleicht sollte man zuerst diese Kanone ausschalten, bevor wir uns die Munition krallen. Das wäre ja das Sicherste. Wieder ein Safe. Zack. Die Frage ist, wie schalten wir jetzt dieses Geschütz aus? Da ist ein bisschen Denken angesagt. Gott, ich hasse Denken. Wenn ich denken will, spiele ich Yu-Gi-Oh! Da ist auch noch Frust zusätzlich dabei. So, oh Gott, soll ich es riskieren? Ich riskiere es einfach mal. Lalalalala. Ah! Okay, mit dem Schaden, den wir gekriegt haben, kann ich leben. So, und jetzt schnappen wir uns die Munition. Hoffentlich ist hier auch ein Medikit in der Nähe. Das wäre zu schön, um wahr zu sein. So, her mit der Munition. Ach, wie schön, für unsere SC-20 haben wir auch gleich Munition bekommen. Ach, geil. Geil, geil, geil. Jetzt müssen wir das Level eigentlich gut schaffen können. Jetzt brauchen wir nur noch ein paar Medikits. Dann ist wieder alles im grünen Bereich. So, laden wir diese Pistole auch noch nach. Haben wir vorgesorgt, falls wir die Waffen switchen müssen. Wieder die SC-20K ausrüsten. Wo ist die? Wo ist die? SC-20K? Hier, da. So. Und jetzt weiter geht's. Natürlich wieder vorsichtig. Was ist das? Ein Ofen! Und was ist das? Kann man da reinkriechen? Nee, ich glaube, da ist der Sam ein bisschen zu dick, um da rein zu kriechen. Hier kann vielleicht ein kleines Kind rein. Aber das Doofe ist, Sam ist kein kleines Kind mehr. Er ist erwachsen geworden. Ja, ja. So, Gott. Vielleicht soll ich ein bisschen die Lichter ausschalten. Ich glaube, das wäre die sicherste Methode. Damit könnte ich auch gleichzeitig ein paar Feinde besser ausschalten. Genauso mache ich das jetzt. Hallo? Geh aus! Geh aus! Na toll. Das hat ja gar nichts gebracht. Ach, da ist auch noch ein Licht. Warnlicht, okay. So.
Hier sind zwei Typsies. Wie schalten wir die denn jetzt aus? Ich könnte jetzt aus der Distanz... Also wir haben mehrere Optionen. Ich könnte jetzt eine Granate schmeißen, so habe ich es auch beim ersten Mal gemacht. Ich könnte mich an denen vorbeischleichen, die Kanone aktivieren, sodass die Kanone die zwei unter Beschuss nimmt. Und ich kann sie aus der Distanz mit der SD-20K erledigen. Welche der Möglichkeiten nehmen wir denn? Ich könnte natürlich auch das Knicklich verwenden, um sie herzulocken und sie dann... Medikit. Oh, wie schön. Genau sowas brauche ich jetzt. Ah, sehr schön. Okay, ich glaube, ich probiere es mal mit der SC20K. Ich könnte aber auch diese Lichter hier ausschalten, aber naja, wir müssen halt, die Lichter müssen wir halt immer beim ersten Schuss ausknipsen, weil sonst sind sie alarmiert, die zwei Turteltäubchen. Na, was bequatscht er denn? Wer ist da? Komm schon. Oh Gott. So macht man das. Ich muss Munition sparen. Ich weiß, aber naja, vielleicht finden wir ja noch ein bisschen Munition. Ach, wisst ihr was? Ich mache das jetzt auf die andere Methode. Das ist die bessere, glaube ich. Bist du sicher? Die haben ihn in einen Heli verfrachtet. Nikolaze ist abgehauen. Grinko glaubt sich, kehrt die Armee. Scheiße. Wenn das stimmt, dann helf uns Gott. Ich Spinnennetz. Ah! So, jetzt sind wir bei den Kanonen. Jetzt machen wir mal das EF aus. Jetzt greifen die Kanonen jeden an, den sie sehen. Auch leider auch uns, aber auch die Feinde. So, und jetzt locken wir sie mal her. Kommt her. Ich probiere es mal mit einem Knicklicht. Das müsste sie eigentlich herlocken. Hallo, kommt her. Ey, seid ihr so blöd? Kommt her. Okay, ich muss mal schießen. Identifizieren Sie sich. Warum sollte ich das tun? So, ich bringe mich noch mal ein bisschen in Sicherheit. So. Los, Kanone, erledige sie. Ist hier noch jemand? Nee, okay. Gute Arbeit. Okay, dann schalte ich euch mal aus. Nicht, dass ihr mich sonst angreift. So. Hier noch. Abschalten, abschalten, abschalten. Ich glaube, das Knicklicht nehme ich wieder mit. Das hat sehr voll gebracht, es dahin zu schmeißen. Ich glaube, eine Flasche... Ne, eine Tasche. Na, ich wollte die Tasche mitnehmen, nicht die Flasche. So, was ist da? Ein Speierstick. Ja, wie das zum Lesen, falls es lecken sollte. Aber momentan läuft es sehr flüssig. Mit 46 Frames gerade. Ja, so kann ich schön aufnehmen. Also so stelle ich... Oh Gott! So stelle ich mir das Let's Play vor. Keine Lecks. Wir kommen voran. Und wir sterben wenig. Naja, sterben ist ein bisschen relativ gerade gesehen. Wie kommen wir jetzt an der vorbei? Wir können uns jetzt so... Okay, jetzt muss ich warten, bis der Winkel der Kanone so ist, dass sie uns nicht mehr erwischen kann. So, sehr schön. Wieder ein Safe. Jetzt, was mache ich denn jetzt? Ich glaube, die Lichter sind auch ein bisschen nervig gerade. Aber zunächst... Ist da überhaupt jemand? Hallo, da muss doch jemand sein, oder? Ich hatte in Erinnerung, dass da jemand ist. Naja, gut. Das ist Kramp. Ich bin Soldat. Kein Sadist. Komm schon. Ich weiß, dass du es sehen willst. Will ich nicht. Sowas im Fernsehen zu senden ist pervers. Du bist wirklich naiv, wenn du glaubst, das sei so. Hat keinen Sinn, darüber zu diskutieren. Wir werden patrouillieren, bis der Alarm vorüber ist. Erzähl mir bloß nicht, dass du Colas Geschichten von amerikanischen Superagenten glaubst. Einen Einbringling. Wenn Nikoladze daran glaubt, tue ich es auch. Diese Geschichten sind Kinder des russischen Wieters und des Wodkas. Wir sollten uns mit den anderen die Übertragung ansehen. Ja, genau, geht's woanders hin. Und schaut euch irgendwas an, genau. Genau, geht's weg, da muss ich euch nicht töten. Oh nein, jetzt sehen sie die Leichen. Ah, egal, ist nicht so wichtig. So. Nochmal ein Safe.
Einer unserer Männer wurde getötet. Ach, habt ihr die Leichen endlich gefunden? Na, das wurde aber auch Zeit. Ach Mensch, jetzt fängst du zum Laggen an. Gerade in dem Punkt, wo ich gerade so viel Spaß habe. Was sehr ungewöhnlich bei diesem Let's Play ist, weil momentan habe ich... Also ich hatte ja vorher nicht so viel Spaß gehabt. Aber jetzt macht es mir richtig Spaß. Okay, der Spaß ist vorbei. Wie kommen wir jetzt an diese scheiß Kanone vorbei? Wahrscheinlich müssen wir wieder ein bisschen mit dem Winkel herumspielen, wie bei Sicherheitskameras zum Beispiel. Okay, so. Okay, so funktioniert das nicht. Vielleicht kann ich sie mit der Rauchgranate irgendwie ablenken. Ich probiere es mal. Nee, funktioniert so auch nicht, aber ich krieg weniger Schaden. Ich möchte die, wenn es geht, ausschalten. Oder, ne, ich glaube, es wäre besser, wenn ich sie angeschaltet lasse. Ich muss an der anderen Seite erstmal hin. Moment. Der Typ, mit dem ich reden muss, der ist hier nämlich auf dieser Seite. So, ich glaube, jetzt muss ich hier wieder ein bisschen mit dem Winkel herumspielen. So. Und dann so. Ah, genau, so stelle ich mir das vor. IFF aus. Damit der schön die Gegner angreift und nicht mich. Ich glaube, die muss ich jetzt ausschalten. Oder kann ich mich an der irgendwie vorbeischleichen? Na, jetzt aber. So. Ah, geil, es hat funktioniert. Hätte ich nicht gedacht. Okay, dann mache ich hier mit meinem großen Safe. 8, weil dieser Punkt, der jetzt kommt, an dem habe ich immer gescheitert. Bin ich immer gescheitert. So. Sie sind Amerikaner. Sie sind Chinese. Ich bin der Botschafter der Volksrepublik China in Myanmar. Ich muss mit einem Vertreter Ihrer Regierung sprechen. Die hören mit. Legen Sie los. Kong Fairong handelt nicht nach dem Willen Chinas. Er gehört zu einer Gruppierung von Wirrköpfen und Idioten innerhalb unserer Armee. Und was genau will er? Zuerst Taiwan, danach den Rest. Er glaubt, dass die Volksrepublik China solche Geschenke nicht ablehnen kann. Welche Rolle spielt Nicolaze dabei? Er ist Händler. Fairong liefert Gerät und Munition und im Gegenzug liefert Nicolaze waffenfähigen Atommüll. Wissen die Chinesen davon? Nein. Und solange es keine greifbaren Beweise für Fairongs Aktivitäten gibt, fürchte ich das Schlimmste. Es gibt Beweise? Auf dem Computer in seinem Büro. Meinem Büro. Wenn ich ihn dazu zwinge, den Computer zu entsperren und die Daten an unser und ihr Land weiterleite, gibt es keinen Krieg? Das hoffe ich jedenfalls. Verdammt! Die Amerikaner haben die Kelleretage eingenommen. Alle verfügbaren Einheiten darunter, ihr werdet sie vernichten. So, ihr Kanonen, zeigt mir, was ihr könnt. Hoffentlich greifen die jetzt die Geiseln nicht mit Granaten irgendwie an. Aber ich glaube, die Kanonen müssen es schon gut schaffen können. Oh! Scheiße, da fliegen Bomben. Oh nein, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Hilfe! Oh nein, die werden gleich schießen. Kanone, erlege sie! Hey, Kanone macht guten Job. Cool. Ich hätte nicht gedacht, dass es so gut läuft gerade. Ich gehe runter. Du kommst mit mir! Fischer, erledige Grinko. Okay. Deine Männer sind Söldner. Die interessiert nur Geld und ihre eigene Haut. Ach komm schon, genau sowas wollte ich nicht. Oh, sogar ich haben sie erwischt. Toll. Ich gehe runter. Odenko, du kommst mit mir! Fischer, erledige Grinko. Okay. Deine Männer sind Söldner. Ja, auf Granaten auf sie zu schmeißen. Danke. Okay, nochmal. Ach komm, jetzt hat mich die Kanone gekillt. Okay, wir müssen schnell sein. Ich glaube, ich schmeiße eine Granate hin und schlage ihn mit seinen eigenen Waffen. Nein, keine Rauch. Nein, so. Okay. Seine Männer sind Söldner. Bam! Ah, da ist er! Glaubst du, die verschwinden, wenn Grinko tot ist? Okay, Grinko ist tot. Hilfe! Bitte lassen Sie uns nicht sterben! Ich passe auf euch auf, keine Angst. Keiner von euch wird sterben.
Hallöchen, was machst du denn da? Ah, da ist er ja, der Grinko. Dann war das ja gar nicht der Grinko, den wir gerade erledigt haben. Ja, ich habe ihn erwischt. Habe ich ihn nochmal erwischt? Na komm mal her, zeig dich. Wir wollen dich sehen. Grinky. Worauf schießt du? Hallo? Der ist ein bisschen schüchtern. Na komm, es ist nämlich schlimm. Wir werden dich nur auf YouTube sehen. Jetzt komm schon, zeig dich. Sonst muss ich mit härteren Mitteln durchgreifen. Er will nicht. Hä? Oh. Nein, nicht schon mal. Nochmal. Nein, nicht nochmal. Den Scheiß. So, Splittergranate, zack. Okay. Bam. Nein. Den habe ich völlig übersehen. La 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 la. Okay. So. Zack. Den Oberst ausschalten. Dann. Hilfe! Lassen Sie uns nicht sterben! Nein, 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 nochmal killst du mich nicht. Diesmal bin ich vorbereitet. Ich habe nämlich ein Medikit. Ich glaube, die Kanonen schalte ich jetzt besser aus. Bevor sie mich noch killen. So. Ja, es kommen. Komm her. Hab dich. Bitte wiederholen! Vyacheslav Grinko ist tot! Ja, ich weiß. Habe ich erst gewonnen? Ekelon hat gerade eine Nachricht abgefangen. Fajron weiß, dass Grinko tot und Nikolaze abgehauen ist. Das ist nicht gut. Begib dich zur Botschaft. Er versucht bestimmt, die Beweise zu vernichten, die einen Krieg noch abwenden könnten. Ja. Ja, das war's schon. Und für diese Sache habe ich gecheatet, muss ich sagen, beim ersten Mal. Aber jetzt haben wir es ja ohne Cheats gemacht. Zum Glück. Moke Sobo, Schlachthaus Yangon, Myanmar, 11. November 2004, 23 Uhr 57. Die Errettung der US-Einheiten und der chinesischen Diplomaten hat zu einer Stabilisierung der Beziehungen beider Länder geführt. Die chinesischen Diplomaten behaupten, dass Fei Rong eine kleine Splittergruppe innerhalb der chinesischen Armee vertritt, die ohne das Wissen Chinas handelt. Beweise für diese Behauptungen könnten einen Krieg verhindern. Und damit bis zum nächsten Part. Bis zum vorletzten Part dieses Displays. Also, nicht verpassen. Bis dann, ciao Leute. Obwohl Näheres dazu nicht veröffentlicht wurde, sprechen Geheimdienstkreise davon, dass China heimlich Atomwaffen herstellt und somit internationale Verträge verletzt. China hat gegen die Vorwürfe protestiert und erneut zum Ausdruck gebracht, dass diplomatische Gespräche mit China gestalten sich weiter schwierig. US-Truppen in aller Welt bereiten sich derweil auf die Abwehr möglicher Angriffe vor. China hat erneut alle Verbindungen zu Combine Nicolaze dementiert. Oh mein Gott. Internetübertragung vor wenigen Minuten. Kann nicht zulassen, dass mein Land zu einem Spielball des widerlichen amerikanischen Despotismus oder dem seiner Verbündeten wird. Die Welt gehört nicht euch alleine. Die Soldaten, die ihr ständig zu uns schickt, nehmen am amerikanischen Terror teil. Um 17.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit werden die Soldaten, die den ungerechtfertigten Hass ihres Mutterlandes sehen, live und für alle Welt sichtbar exekutiert. Willkommen im neuen Part Splinter. Moke Zobo, Schlachthaus Yangon, Myanmar, 11. November 2004, 22.52 Uhr. Gefangene US-Soldaten retten. In einem finalen Akt des Hasses gegen die USA will Nicolaze gefangene US-Soldaten während einer Internetübertragung exekutieren lassen. Vyacheslav Grinko soll dabei die tödliche Regie führen. Diese Exekutionen müssen verhindert werden, auch um die Beziehungen zu China zu stabilisieren. Fischer, wir nähern uns der Schwelle zum Krieg.
Wenn Nicolaze diese Männer bei laufenden Kameras tötet, sind wir erledigt. Ah! Fürs Erste die Übertragung. Das fängt ja schon mal sehr gut an. Darf ich töten? Ja, ich darf töten! Yay! Hä? Na komm, ich starte neu. Das war ja gar nichts. Das war ja ein Krampf. Okay, laden wir das Ganze nochmal. Hier. Scheiße, das stürzt ab. Okay, dann sehen wir uns gleich wieder. So, hier bin ich wieder. Fischer, wir nähern uns der Schwelle zum Krieg. Jetzt mache ich den Safe State. Nein! Jetzt habe ich geladen. Ah, das fängt jetzt schon mal super an, der Part. Leck mich. Mein Gott, Fischer. Okay, nochmal.